Ich will jetzt ein bisschen aufpassen. Den Crawl nehmen wir mit. War ja nur Weibchen. So, dann nehmen wir hier wieder die Hasenspur auf. Immer noch ziehend. Ist aber noch ein Stück weg. Aber dennoch Augen auf. Jetzt kann es sein, dass noch irgendwo anders einer rumhupft. Nicht. Dann irgendwo muss doch die Spur weitergehen. Sehen wir hier irgendwas? Ich sehe nichts. Na, wo ist der Hasi hin? Schauen wir mal, was das für Spur ist. Keine Hasenspur, okay. Jetzt legen wir mal noch mal Geruchsreduzierer auf. Denn die 4 Minuten sind schnell vorbei. Und jetzt kommt auch noch zum Regnen. Das ist gar nicht schön. Das gefällt mir gar nicht. So, was haben wir hier? Ist auch keine Hasenspur. Naja, folgt mit der mal. Was haben wir da? Ach, Maultier, Schweibchen. Ach, komm. Ach, komm. Halt. Die Kuppe wieder nicht vorbei. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Okay, Weißwedel da vorne. Maultier, habe es gar nicht gelesen. Haben nur gesehen, dass es Weibchen weiblich ist und haben mir gedacht, ja, das sieht eh nicht. Auch weiblich. Mensch, haben sie halt nur die Weibchen rausgelassen oder was? So, der Regen dürfte es langsam wieder aufhören. Hasen ziehend, okay. Dann geht da hoch. Dann gehen wir da mal lang. Ich sehe wieder keine Spur. Ja, Hasen, die laufen halt kreuz und quer. Dann schauen wir mal, was wir da noch haben.
oben ist ein Pilz, den nehmen wir natürlich mit. Sind 40 Gramm. Mann, es ist gerade aufgehört, es fängt schon wieder an. Das gibt's doch nicht. Scheiß Regenwetter. Verdammt. Was sind da wieder ziehende Spuren? Ich brauche die Folgespuren denn immer, aber das sind keine da. Maultierhirsch, okay. Nehmen wir mal die ganzen Spuren hier mit. Dann kann man nämlich zumindest dann leveln. Die haben wir auch wieder. Okay, die müssen aber jetzt hier irgendwo sein. Verwildete Schweinweibchen. Ziehende Kaninchen. Ah, da gehen die Spuren weiter. Natürlich müssen wir jetzt genau schauen, dass der irgendwo rumspringt. Da oben geht's weiter. Aha, der Kreis wird enger. Jetzt wird spannend, ob wir noch mit unseren Hasen noch kriegen. Nochmal ein, das wäre natürlich echt super. Da sitzt einer, da sitzt einer, da läuft einer. Hier. So, den haben wir. Ich wollte nur kurz warten, bis er noch mal kurz aufsteht, damit er wirklich getroffen wird. So, dann haben wir hier Hase Nummer 2. Oh, der schaut aber schön auf. Oh, der schaut cool aus. Den habe ich ja richtig getroffen. So, dann schauen wir mal. 1,2 Kilo, der ist kleiner. Oh ja, viel kleiner. Aber 100 wird der Trophäenwert, 25.1 CSS. So, Trophyshot. Ach ja, genau, ich brauche 9 Stück von den ganzen für den Sommerdings da, was es da noch gibt. Können wir natürlich schauen, dass wir die eventuell hinkriegen. Aber heute bei dieser Sitzung auf alle Fälle nicht. Da vorne ist jetzt der Nächste. Da vorne sitzt der Nächste. Schaut euch das an. Hier. Ein bisschen ran da. Okay.
Glaub nicht, dass ich von dieser Entfernung treffe, dass der wirklich dann liegt. Wir müssen da noch ein bisschen näher ran. Weiß nicht, ob das taugt. Halt, mit der Waffe nicht. Kann ich es probieren? Nein, der haut ab. Der haut ab. Und dann nächste auch noch hinterher. Ja, mal schauen. Mal schauen, das war jetzt nichts. Das war jetzt nichts. Aber naja, sowas darf passieren. Meiner Meinung nach. Also. Dann schauen wir mal. Ich habe ihn ja gut getroffen. So, schauen wir mal. Körper wahrscheinlich, ja, Körper. So, der ist jetzt darüber irgendwo. Natürlich die Frage, den zu finden, ist nämlich... Da läuft einer. Aber das ist nicht der, hinter dem ich her bin, oder? Mal kurz gucken. Doch, das ist der. Na denn... Hoffen wir mal, dass wir den irgendwo kriegen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der jetzt ist. Da. Da guckt er. Ah, jetzt. Ah! Nee, ne? Den kriegen wir schon noch. Die da wieder ein bisschen was dran gearbeitet an den Hasen, weil die sich jetzt ganz anders verhalten wie am Anfang. Da unten ist was. Na, komm, ihr habt gerade gesehen. Da liegt er. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es der ist, den was wir jetzt gefolgt sind. Aber den habe ich jetzt gesehen. Und dann mal geschossen. Da haben wir ja Glück. Und das ist er. 1586, ja, das ist es sogar. Zweimal getroffen, cool. 1,6 Kilo, 47,8 und Trophäenwert 0. Ja gut, weil er so lang gelebt hat. Schön in seinem Blutbett. Mein Gott, schaut er niedlich aus. So, dann laden wir den mal hoch. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ja, dann haben wir doch ganz schöne Hasen jetzt erwischt in den paar Folgen, wo wir da jetzt gemacht haben.